Weil die Inflation hartnäckiger ist, steigen die Zinsen höher als von den Märkten erwartet und dürften auch länger oben bleiben. Das wiederum trifft auf eine Schuldenlast der Amerikaner. Und nicht nur der Amerikaner, sondern auch der Europäer, etwa hier in der Eurozone, aber vor allem bei den Amerikanern, die stetig steigt. Die Amerikaner versuchen, die gestiegene Inflation durch höhere Schulden auszugleichen, versuchen ihren Lebensstandard zu halten. Das geht nicht mehr lange gut. Dementsprechend werden diese Menschen weniger konsumieren. Dementsprechend fällt die Wirtschaft in eine Rezession. Dann werden die Unternehmen weniger Geld verdienen, werden weniger Umsatz machen, weniger Marge erzielen können und weniger Gewinn erzielen können, und dann stellt sich die Bewertungsfrage, und genau das ist das, was wohl auf uns zukommen dürfte, wenn 1 und 1 zusammengezählt wird und wirklich 2 ergibt. Ich weiß, die Märkte wollen, dass es gerne 2,375 wird, aber es ist wohl so, dass diese Wunschvorstellung nicht eintreten wird. Warum, will ich in diesem Video kurz zeigen. Genau das ist der Zusammenhang. Zinsen höher für länger. Das ist das, was eigentlich die Märkte noch nicht wirklich eingepreist haben, mindestens die Aktienmärkte, nicht die Anleihenmärkte etc. ja schon. Und hier Nadia Lovell bringt das genau auf den Punkt. Wir werden dann durch diese längeren höheren Zinsen eben die Bremsspuren bei der Wirtschaft sehen mit Implikationen für die Corporate Earnings. Genau das ist der Punkt. Wir haben hier rechts etwa den Conference Board Leading Indicator, also den Frühindikator. Hier sehen wir, bei solchen Niveaus ist die US-Wirtschaft immer in eine Rezession gefallen. Links das, was Ron Walker hier projiziert für den weiteren Kursverlauf, was ich sehr schlüssig finde. Die Erholung, die wir jetzt am Freitag gesehen haben, ist eine Gegenbewegung, eine technische Gegenbewegung in überkauften Terrain gewesen, aber übergeordnet wird sich das Bild nach unten durchsetzen. Warum? Die amerikanischen Haushalte haben jetzt 16,5 Billionen Schulden, die USA insgesamt über 94 Billionen, aber die Haushalte 16,5. Dann haben wir 11,9 Billionen in Mortgages, also in Hypothekenkrediten, 1,6 Billionen in Autoloans, also in Kredite für den Autokauf, und etwa 1 Billion an Kreditkartenschulden. Allein die Mortgage Debt, also die Schulden über Immobilienkredite, sind doppelt so hoch wie auf dem Peak seit im Jahr 2006. 36% der Amerikaner haben höhere Kreditkartenschulden als Rücklagen. Und das in einer Situation, in der die Zinsen weiter steigen, die Mortgage Rates jetzt wieder über 7% gestiegen. Also wir sehen, dass die Zinsen steigen, dass damit Geld teurer wird und gleichzeitig, dass die Schulden weiter nach oben gehen. Und das kann nicht so funktionieren, das wird so nicht funktionieren. Dementsprechend ist das eine sehr toxische Mischung, die dann eben zu Konsumverzicht führen wird und muss. Wir sehen hier mal die Bank Lending Standards, also wie geben die Kredite. Wir sehen, das ist ein bisschen rigider geworden hier, diese orange oder rote Linie, während der Leading Indicator, der Frühindikator, zeigt, dass das sehr viel rigider wird in den nächsten Tagen und Wochen. Dementsprechend sagt Hartnett von der Bank of America, der Bärenmarkt wird so lange andauern, bis wir ein Credit Event haben, bis irgendwo Kredite in die Luft fliegen, die Notenbanken dann Panik bekommen und sagen, hups, da müssen wir was ändern, es ist jetzt etwas kaputt gegangen, und dann ist wahrscheinlich die Zeit long zu gehen, wenn eben die Notenbanken in Panik verfallen. Es dürfte erst so sein, dass die Märkte in Panik verfallen und infolge eben der Panik an den Märkten die Notenbanken. Das ist der Ablauf, der zu erwarten ist. Diese Rallye, die wir gesehen haben mit Bostic, mit den Aussagen von Raphael Bostic, eigentlich ein Witz. Er hat gesagt, Sommer oder Spätsommer könnten wir dann pausieren, aber wenn man sich die Rede mal gesamt angeschaut hat, dann sagte er eins, ich möchte eins ganz klar machen, wir müssen hier weiter die Zinsen anheben, die Jobs sind besser, also die Arbeitsmarktdaten waren besser als erwartet. Inflation is remaining stubborn at elevated levels, also Inflation bleibt sehr, sehr hoch. Consumer spending is strong, labor markets remain quite tight. Also das ist eigentlich jetzt nicht unbedingt sehr dovish, was der gute Mann da gesagt hat, aber schwamm drüber.
Die Märkte waren an wichtigen technischen Marken, waren überverkauft, viele hatten sich auf der Unterseite abgesichert und dann geht der Weg des größten Schmerzes, auch wenn der Anlass eigentlich ziemlich lachhaft ist. Wir hatten Daily dann jetzt am Samstag, die eigentlich eher dovish ist, die gesagt hat, eins ist klar, wir haben more work to do, wir müssen also die Zinsen weiter anheben, wir müssen weiter die Geldpolitik straffen und zwar für eine längere Zeit. Das wird necessary sein, das wird also nötig sein. Hier unten im Bild sehen wir Larry Summers, der ähnlich wie Mohamed El Erdian gesagt hat, Leute, ihr müsst jetzt die Zinsen um 0,5% anheben und nicht nur um 0,25%, gemeint ist die Fed. Aber ich vermute, das wird sie nicht tun, weil sie ja praktisch schon kommuniziert hat, wir werden die Zinsen jetzt nur noch um 0,2 oder nur noch in 0,25er Schritten anheben. Aber es zeigt, dass da der Druck da ist. Wir hatten dann noch weitere Fed-Aussagen. Edward Collins von der Boston Fed, die gesagt hat, wir müssen mehr tun. Es wird einige Zinsanhebungen brauchen, damit wir wirklich dann in restriktivem Level sind. Und dann eben Summers, der gesagt hat, die Fed war noch oder ist so stark hinter der Kurve wie schon lange nicht mehr. Also der Druck auf die Fed wird größer, nicht kleiner. Und jetzt haben wir am Dienstag und am Mittwoch Aussagen von Jerome Powell, zunächst vor dem Senat, dann vor dem US-Abgeordnetenhaus. Das am Dienstag wird wichtig, am Mittwoch, das wird dann ein No-Brainer, das ist dann praktisch immer wieder dasselbe. Da wird dann im Vorfeld die Rede von Powell veröffentlicht, das wird dann schon das Entscheidende sein. 16 Uhr beginnt diese Anhörung, die ja routinemäßig ist, das ist in der Verfassung oder respektive in den USA praktisch konstitutionell vorgeschrieben, dass der Fed-Chef sich dann vor dem Parlament äußert. Will he set the groundwork for higher rates? Ja, das wird er wahrscheinlich tun. Interessant wird sein, ob Paul dann dieses Wort Disinflation nach den letzten so starken Inflationsdaten nochmal gebrauchen wird. Das zweite Highlight dann in dieser Woche, das sind die US-Arbeitsmarktdaten. Erwartet so um und bei 225.000, nachdem die letzten Arbeitsmarktdaten ja sehr hoch reingekommen sind und manche an der wirklichen Qualität dieser Daten zweifeln. Wir haben in dieser Woche auch die JOLTS Openings, also die Jobangebote. Zuletzt 11 Millionen, extrem stark. Eine Bank sagt ja, das wird jetzt deutlich zurückgehen auf 10,2 Millionen. Aber selbst 10,2 Millionen würde bedeuten, es gibt dann mindestens doppelt so viele offene Jobs wie offiziell Arbeitslose. Hier sehen wir unten den City Economic Surprise Index. Sehr, sehr stark zuletzt, weil die Daten eben stärker reingekommen sind. Wir sehen eine klare Kluft inzwischen zwischen der Volatilität an den Anleihemärkten. Da gibt es den Move Index. Das ist praktisch ein Index, der bemisst, wie stark die Volatilität an den Anleihenmärkten ist, und beim VIX, also bei der Volatilität für S&P 500 Aktien, da ging es am Freitag ja deutlich nach unten, nicht so beim Move. Die Anleiherenditen sind gefallen, dazu gleich mehr. Wir sehen, dass die Corporate Insiders, also diejenigen, die im Management sitzen, jetzt nicht gerade stark am Kaufen sind. Das heißt, die sehen, dass wahrscheinlich die Dinge ein bisschen komplizierter werden in Zukunft. Jetzt haben wir normalerweise die Situation, dass die Verkäufe der Insider immer höher sind als die Käufe. Liegt daran, dass man ja erstmal Pakete bekommt und dann stückweise verkauft. Also es ist eigentlich fast immer so, dass wir hier bei einer Ratio von über 1 sind, aber jetzt sind wir derzeit über 4. Das ist der höchste Stand seit April 2021. Und wenn wir jetzt mal zum Marktgeschehen kommen, sehen wir sind kurzfristig hier im S&P 500 oben. Der RSI maßlos überkauft nach dem Rebound am Donnerstag und der Fortsetzung der Rallye dann am Freitag. Vielleicht können wir heute noch ein Stück höher gehen, aber das dürfte dann in eine Korrektur münden, die dann vielleicht nochmal von einer zweiten Aufwärtswelle dann begleitet wird. Hier sehen wir, warum das Ganze geschah. Wir haben die 10-jährige Anleiherendite, die natürlich ein bisschen heiß gelaufen war. Wir waren, glaube ich, bei 4,08%. Die ist deutlich nach unten gekommen, der S&P dann deutlich gestiegen, gleichwohl übergeordnet. Sehen wir ein klares Verkaufssignal. Diese Rallye, die wir sehen, ist eine technische Gegenbewegung, nicht der neue Bullenmarkt. Hier sehen wir den Nasdaq, kommt jetzt im 60-Minuten-Chart an einen Widerstand, ans obere, an die oberen Begrenzungen, die hier zunächst mal bremsen wirken dürften.
Wir könnten dann in einer zweiten Welle nochmal nach oben gehen bis zum 78,6er Retracement, der Chart hier von Ron Walker. Das wäre bei 12.650 Punkten. Das dürfte dann das Potenzial dieser ganzen Geschichte sein. Wir sehen jetzt Enttäuschung in China. Commodities fall on China. Commodities kommen zurück. Warum? Weil diese zwei Sitzungen, die stattgefunden haben, die faktisch dann die Krönungszeremonie von Xi Jinping gewesen sind. Und hier hat man als Ziel ein Wachstum von 5%. Das wird von den Märkten als bescheiden interpretiert und man sagt, okay, das bedeutet, dass da nicht sehr viel Stimulus kommen wird, nachdem die chinesische Notenbank zuletzt ja ganz schön auf die Tube gedrückt hat, dürfte das jetzt wieder weniger werden. Wir sehen, dass Immobilienaktien fallen heute im chinesischen Handel, weil die Regierung jetzt unregulated expansions unter die Lupe nehmen will. Also man will Auswüchse am Immobilienmarkt, die illegal sind, teilweise will man stärker jetzt in den Blick nehmen. Man sagt also, wir werden hier wieder deutlich stärker eingreifen. Das führt eben zu wieder Unsicherheit im Immobiliensektor. Und der ist praktisch für die Wirtschaft in China entscheidend. Die Chinesen haben eine Geburtenrate von 1,1. In Japan haben wir etwa derzeit die Situation, dass doppelt so viele Menschen sterben, wie geboren werden pro Jahr. In China wird das sehr bald ganz ähnlich sein oder ist schon ähnlich. Das bedeutet, die Bevölkerung geht zurück. Auf der anderen Seite hatten wir eine riesige Assetblase im Immobilienbereich. Dieser Immobilienbereich, 30% des BIPs in China. Das heißt, das ist der Wertspeicher schlechthin. Wenn du jetzt aber demografisch deutlich schrumpfst, dann brauchst du tendenziell weniger dieser Immobilien. Das wird die Preise unter Druck bringen. Also das ist eigentlich ein Accident waiting to happen, ein Unfall mit Ansage. Hier sehen wir mal die Keywords, die bei dem Report der Regierung in China gebraucht wurden. Development, ganz wichtig. Stability, ganz wichtig. Wir sehen Economy dann an dritter Stelle, Reform an vierter Stelle, Menschen an fünfter Stelle, ja wahrscheinlich sind die ganz am Schluss, Employment an sechster Stelle, Security, Property, Socialism und Green, also Grün ganz hinten, vor dem, kurz nach dem Sozialismus, das zeigt so ein bisschen, was hier wirklich der Fall ist. Und wir sehen auch, dass in Amerika, in den USA, jetzt die antichinesische Stimmung ganz stark zulegt. Biden betreibt ja eine ganz klar, wie soll man sagen, er setzt die Trump'sche Politik gegenüber China fort mit Zöllen. Er erlässt Ausfuhrbeschränkungen vor allem für Chips, versucht also den Konkurrenten unten zu halten. Trump wird sich jetzt mehr und mehr auf China fokussieren und sagt, wir müssen uns komplett decoupeln, wir müssen uns abkoppeln von China, entflechten von China mit einer Übergangszeit von 5 Jahren. Hier schreibt Axios, Trump kämpft gegen zwei Gegner, Biden und China. Also das bringt das so ein bisschen auf den Punkt. Auch Biden, wie gesagt, ja, mit sehr, sehr rigiden Maßnahmen gegen China. Und hier hat der Musk ja sich per Twitter geäußert, die chinesische Global Times hat ihm dann ganz schön auf die Finger geklopft mit der Ansage, Junge, säge nicht den Ast auf dem du sitzt. China ja zweitwichtigster Absatzmarkt. Jetzt im Absatzmarkt USA, der wichtigste ist, hat jetzt am Sonntagabend Tesla gesagt, man wird das Model S und das Model X. Zum zweiten Mal wird man da die Preise senken. Hier sehen wir mal Charts, die extra gemacht wurden für die Religionsgemeinschaft Tesla. Hier sehen wir Enterprise Values, also die Marktkapitalisierung. Tesla so viel wert ungefähr, wenn nicht mehr, als alle anderen. Und gleichzeitig das EBITDA, also das, was praktisch erlöst wird nach Steuern, das ist etwas geringer als die ganzen anderen Autokonzerne, sodass sich dann die Bewertungsfrage stellt, vor allem wenn man jetzt in diesen Preiskampf eintritt, den muss man wohl machen, um Marktanteile zu behalten. Das geht auf die Marge natürlich, das wird letztendlich dann die Gewinnsituation für Tesla natürlich verschlechtern. Wenn ich die Preise senken muss, dann habe ich ein Thema, dann habe ich eben diesen Preiskampf in diesem Segment. Und mit Twitter hat der Elon auch ein kleines Problem, nämlich scheint er seit Monaten keine Bills mehr, keine Rechnungen mehr bezahlt zu haben für AWS, also die Cloud von Amazon. Und mir persönlich ist aufgefallen, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, wenn man Twitter nutzt, wenn man da refreshen will, dann dauert das ziemlich lange. Also das Ganze scheint ein bisschen langsamer geworden zu sein. Vielleicht, weil der Elon seine Rechnung nicht bezahlt. Jetzt hier neue Daten aus dem September.
Adjusted Earnings minus 40%. Also es wird eine ziemliche Herkulesaufgabe für Elon Musk. Jetzt kommen wir mal nach Germania, nach Deutschland, nach Europa. Hier sehen wir mal die 10-jährigen Inflationserwartungen gemessen an den 10-year Inflation Break-Evens. Und wir sehen in Deutschland 2,7%, USA 2,5%. Das erste Mal, seit ich auf der Welt bin, ja, seit ich bewusst in solchen Dimensionen denke, dass jetzt die deutsche Inflationserwartung höher ist als in den USA. Das ist schon sehr, sehr lange nicht so gewesen. Jetzt hatten wir höhere Inflationsdaten aus der Eurozone, aus Deutschland. Centeno, der portugiesische Notenbankchef, der natürlich jetzt nicht begeistert ist von zu stark steigenden Zinsen, sagt, ja, aber lass uns doch mal abwarten. Hier im März dürfte doch die Inflation zurückgehen, eben weil im Februar ja 2022 der Ukraine-Krieg begonnen hatte, dann die Energiepreise im März vor allem 23 nach oben geschossen waren. Das wird sich natürlich nicht wiederholen, aber was klar ist, und das haben viele EZB-Mitglieder gesagt, wie De Guindos, wie Schnabel, wie sie alle heißen, die Kerninflation ist das Entscheidende, also ohne Energie und Nahrung, und die weist weiter ungebrochen nach oben. Da wird er sich wahrscheinlich nicht durchsetzen, der Centeno. Die EZB wird mit großer Sicherheit die Zinsen um 0,5% anheben, damit auch hier Liquidität geringer, auch hier strengere Kreditvergabe durch Banken etc. Und ich hatte am Freitag gesagt, meine Damen und Herren, wenn Deutschland eine Aktie wäre, das hat der Roberto Habeco gesagt, ich würde sie kaufen, ich würde genau das Gegenteil tun, was ich ausgeführt habe am Freitag im Marktgeflüster. Warum? Zum Beispiel, schauen Sie sich mal hier, das ZDW-Ranking Verlierer ist in Deutschland, was den Standort betrifft. Kein anderer Standort hat seit 2006 mehr an Attraktivität eingebüßt als Deutschland. Hohe Energiekosten, Regularien, eine Traumtänzerpolitik etwa jetzt, die sagt, mit Gutachten erstellen lässt, die unter völlig absurden Voraussetzungen entstanden sind, wie jetzt nachgewiesen wurde, dass der Strombedarf deckbar sei. Ja, vielmehr ist es so, dass wir viel, viel mehr Angebot brauchen an Strom, um überhaupt damit klarzukommen. Das bedeutet, dass die Energiekosten hier sehr, sehr hoch bleiben werden. Wir sind jetzt Nummer 18 hinter Portugal, Slowakei, Japan, Frankreich. Noch ein Platz vor Ungarn, da können wir also richtig stolz drauf sein. Also dementsprechend scheint meine Wette jetzt nicht ganz irrational zu sein gegen Robert Habeck. Zwei Empfehlungen, meine Damen und Herren, will ich Ihnen noch mit auf den Weg geben. Ehemaliger EZB-Banker, nämlich Ottmar Issing, einer der ganz großen, ehemaliger Chefvolkswirt der EZB, der praktisch die Grundphilosophie der EZB festgelegt hat, der warnt vor weiteren Inflationsschocks. Erste Empfehlung, warum? Weil wir eine Lohnpreisspirale jetzt erleben werden. Sie sehen Gewerkschaften zwischen 10 und 13, 14, 15% die Lohnforderung. Erste Empfehlung und zweite Empfehlung, S&P 500 und DAX. Gefahren durch Notenbankfehler nehmen zu. Das also die zwei Empfehlungen. Jetzt sage ich erst einmal Servus und ciao.